Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute so viele Gäste aus den verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf dem Hambacher Schloss begrüßen können. Hier fand am 27. Mai 1832 das Hambacher Fest statt. 30.000 Festteilnehmerinnen und Teilnehmer, die forderten, dass Freiheit, Volkssouveränität, Meinungs- und Pressefreiheit herrschen sollen. Unter diesen 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern fanden sich nicht nur Deutsche. Das Interessante waren ganz viele polnische, französische, britische Bürgerinnen und Bürger, und sie alle einte die Forderung nach bürgerlicher Freiheit und nationaler Einheit mit dem Ziel eines Bündnisses der freien europäischen Nationen. Aber ich glaube, es geht auch immer darum, deutlich zu machen, das Hambacher Schloss war nie und soll nie mehr sein ein Ort der nationalen Herausforderung, sondern soll immer mit dieser europäischen Friedensidee, mit der europäischen Freiheitsidee verbunden bleiben. Uns ist es auch ein Stück ein Experiment. Wenn das funktioniert, das werden wir sehen, das hat einen offenen Ausgang, dann könnten wir uns als Parlament auch vorstellen, wir haben dazu diese Woche auch einen Bericht verabschiedet im Plenum, dass man das dauerhafter etabliert. So for us it's redistribution, recognition and participation. And if we only focus on participation, it will not work. We have to work on the recognition of identities and the recognition of people's diversity and people's, you know, different forms of existence and redistribution. But if we only focus on participation, it will only reinforce existing conditions. We should be ambitious and manage expectations, not put the bar that high that we go under it and that we will disappoint people. That's not what we want. And why not trigger an initiative and to ask the assembly participants what they think about participatory budgeting. Let them decide about 1% of the European budget, where they want to spend the money on. This is something which is daring, and I see all the hurdles in the European Union, but this would be a nice experiment as well. I think we need a European streaming platform for political and documentary content, which has the key elements of an algorithm, which is not a commercial algorithm, but a search algorithm, which serves plurality and democracy, which is cross-border, which is distant to the state and distant to commercial interest, and which includes the multilingual tools which we have in technology today. I mean, I'm not convinced that I would want to see publicly funded infrastructures for one single reason. I don't like the idea that the state governs the public sphere. I want them to stay out of communication media. So if there is public funding, that's fine, but I would not like to see them actually running. Combined, these two areas, the infrastructure and the education, can create a functioning digital democracy. And that's where the half point comes in. If the other side, the politicians, the institutions, are not only supporting it, but are also actively helping creating the new transparency. Europe needs to learn to innovate first and then regulate and combine innovation and dynamism with an uncompromised defense of autonomy, democracy, sustainability, and self-determination. So we should come up with our own model for the digital democracy and digital society, which I called big democracy. Wer den Einfluss von Orbán und Janja einschränken will, der muss auch in Brüssel ansetzen. Langfristig braucht es dazu institutionelle Reformen, die nur über eine Vertragsveränderung möglich sind. Das wird ein langer Weg, weil wir vom Einstimmigkeitsprinzip endgültig abrücken müssten, auch vom informellen, und die Nationalisten sehr genau wissen, dass sie damit ihr Machtmittel verlieren.
Das fehlende Gefühl von Stabilität und Sicherheit in einigen europäischen Ländern hat alle populistischen Bewegungen gestärkt, die sich offen gegen die Idee der europäischen Integration gewandt haben. Europa soll wieder durch souveräne, unabhängige Staaten ersetzt werden. Ein Beispiel dafür war der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. If we lose a chance to have democratic elections in any of the member states, we will lose something absolutely essentially and existentially important for the whole Europe. Aber inzwischen haben wir Mitgliedstaaten, die das sehr, sehr selbstbewusst und offensiv als ihr Recht sehen. Und das ist eine ganz andere Qualität, die also auch nicht nur in ihren eigenen Mitgliedstaaten Demokratie und Rechtsstaatlichkeit abschaffen, so provokant möchte ich das insbesondere für Ungarn formulieren, sondern das auch als legitim innerhalb der Europäischen Union benennen, framen und sogar eine veränderte Definition der Werte der Europäischen Union selbst herbeiführen wollen. Sometimes when I am in different debates, I hear the noise, which is turning against the countries as such, against the people living in those countries. And I said it now in the debate in the parliament. Let's criticize the governments and the political establishment, but let's not criticize the citizens because they are European citizens, they belong to Europe. This is about a very coordinated, intentional, targeted, well-financed, well-thought-through, and well-organized kind of activity, you know, which aims at manipulating the information space, the information sphere. And that's why I think, rather than disinformation, let's speak about information manipulation. Whatever they are trying to achieve, nobody will stop them. And that is the big issue of freedom of speech today, because with freedom of speech, on social media comes the freedom of reach, and they are misusing it in a very unprecedented way. For example, there's a very interesting initiative in Canada that could be perhaps also something that the European Democracy Action Plan and the package of reforms and proposals could include, which is about having a platform to identify who can do what, especially at the community level. It would be the human-centric approach, enabling people to be in safer and better infosphere where they would be able to contribute to that infosphere in a healthier sense, and just creating this multiply effect of creating a very healthy space for everyone.